habe mir mal gedacht, ich spreche immer über was Neues, neue Therapieoptionen und jetzt sprechen wir über neue Ansätze zur Schmerztherapie bei ADPKD. Und während es wahnsinnig wichtig ist, zu beleuchten, erst einmal, was sind eigentlich die Möglichkeiten, die man in allgemeiner Schmerztherapie hat, und da ist es natürlich so, dass wir beim ADPKD-Patienten bezüglich einiger Dinge ja ganz spezifische Punkte haben, die Schmerzen hat, die wir vielleicht noch auf andere Arten und Weisen lösen können. Das ist so ein Bild, das man dann doch immer wieder mal sieht und dass die Frage aufwirft, wie entsteht der Schmerz? Und wenn man natürlich sieht, und so Bilder haben Sie alle schon immer wieder gesehen, wie groß, ne, das was ist eine Kernspinnaufnahme und das hier weiß, das sind alles die Zysten, wie groß diese Nieren sind, dann kann man sich natürlich auch viele verschiedene Wege vorstellen, auf denen Schmerzen entstehen beim ADPKD-Patienten. Und es kann auch einfach nur sein, dass das Nierensteine sind, denn die sind ja häufiger beim ADPKD-Patienten. Es kann aber auch sein, dass das irgendwo drückt und genau diese Frage muss man stellen. Nun sind wir nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen, wie man Schmerzen therapiert bei ADPKD. Das ist mal so ein Ablaufschema vom Kollegen Stein aus den USA aus dem Jahr 2000. Das geht noch viel weiter zurück in die 70er Jahre, dass solche Schemata, die genau auch Ansätze, die Herr Löser gerade geschildert hat, einmal aufzeigen und einen Weg dadurch aufzeigen, wie man zum Ziel kommt. Und ich will einen dieser Ablaufpläne, der etwas neuer ist, von den niederländischen Kollegen um Herrn Ganzewoord, mal benutzen, um sie nochmal da durchzuführen und um Ihnen dann die spezifischen Aspekte zu zeigen. Es gibt, haben wir schon gehört, nicht pharmakologische Maßnahmen, es gibt da dieses TENS, es gibt Leute, denen hilft eher Wärme, Kälte, es gibt die Physiotherapie, es gibt die psychologische Unterstützung und wir kommen dann als nächsten Schritt, was durchaus parallel laufen kann, zu den pharmakologischen Maßnahmen. Und da sind natürlich die Schmerzmittel. Und darüber will ich gar nicht mehr viel verlieren. Das haben Sie gerade alles von Herrn Löser gehört. Die Schmerzmittel entscheidend. Vorsicht eben bei der Auswahl. Schädigung der Niere. Immer einmal den Nephrologen fragen. Aber mit Metamizol fahren Sie bei den meisten Schmerzproblemen relativ gut, wenn eben keine Allergie besteht, auch in der Niereninsuffizienz. Aber stellt sich auch die Frage, wenn es Medikamente gibt, gibt es vielleicht spezifische Medikamente, die bei ADPKD wirken und einen Vorteil bringen. Und einen Teil habe ich Ihnen ja vorhin schon verraten im anderen Vortrag. Es war einer der Endpunkte der Tempo 3-4-Studie, hat sich auch mit Schmerzen beschäftigt. Und es war ein deutlicher Unterschied zwischen der Placebo und ein hochsignifikanter Unterschied Placebo und Tolvaptan-Gruppe, dass die Tolvaptan-Gruppe deutlich weniger Schmerzepisoden hatte. Warum ist das so? Na, die hatten weniger Harnwegsinfekte, die hatten weniger Steine und haben dadurch natürlich auch letztlich weniger Schmerzepisoden. Und das traf für das Tolvaptan auf alle verschiedenen Untergruppen, die man sich da so anguckt, zu. Sie sehen das immer in so einer Analyse, dass da so eine Linie durchgezogen ist und diese Seite heißt, Tolvaptan war besser. Und unabhängig vom Alter oder auch Geschlecht tendiert das alles zu einer Besserung, was Schmerzen anbelangt. Das heißt, Schmerz ist keine Indikation, wir dürfen die Therapie nicht starten wegen Schmerz. Aber wenn wir einen Grund haben, die Therapie zu starten, kann sie auch darauf positive Effekte haben. Und wir haben vorher über die große Leber gesprochen, die genauso wie die Niere Schmerzen machen kann und teilweise viel schlimmer ist in den Fällen, in denen die Leber groß ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass es da Daten zu den Somatostatin-Analoga gibt. Und auch hier gibt es wieder Daten zum Schmerz, zum Fragebogen, den auch Herr Kors vorher erwähnt hat, wurde es immer abgefragt, das SF36, wo es so war, dass unter dem Octreotid, je höher das Score, desto weniger Schmerz sozusagen, weniger Schmerzen im Verlauf waren als mit Placebo. Also auch hier gibt es ein spezifisches Medikament, was man zumindest diskutieren kann. Und nun kommen wir zu den invasiven Geschichten. Das ist ja alles nicht invasiv. Ne? Wir reden über Physiotherapie, wir reden über Medikamente, die man schlucken kann. Wir müssen aber vielleicht manchmal auch darüber reden, dass man was machen, vielleicht was punktieren muss, vielleicht was veröden muss. Und man muss darüber reden, in Fällen, in denen schwere Schmerzen auftreten, müssen wir alles zumindest diskutieren und anbieten. Aber hier Vorsicht, es gibt ganz bestimmte Kriterien aus meiner Sicht, dass man sowas diskutieren sollte. Und all das muss vorher erfüllt sein, denn alle invasiven Maßnahmen haben auch Nebenwirkungen, die Medikamente auch. Je invasiver man wird, desto größer die Nebenwirkung. Alle konservativen Möglichkeiten, die sinnvoll sind, sind ausgeschöpft. Es bringt nichts, wenn man sich nie über Schmerzmittel unterhalten hat und es bringt nichts, wenn man sich nie zum Beispiel über Physiotherapie mal unterhalten hat, je nachdem wie der Schmerz gelagert ist, direkt auf was Invasives zu schreiten.
Der Einzelne muss sorgfältig ausgewählt werden für das geeignete Verfahren. Nicht jeder Schmerz ist gleich und ich kann invasiv, ich kann was operieren und hinterher ist nichts besser, weil ich den falschen Patienten dazu genommen habe, das macht keinen Sinn. Und wir müssen ausführlich gemeinsam über die Erfolgsaussichten und Nebenwirkungen sprechen. Das heißt auch, wir müssen ihnen klar sagen, wir wissen nicht, ob es besser wird in manchen Fällen, aber es ist eine Chance und wir haben vielleicht eine 50-50-Chance, dass es hinterher besser ist und dann müssen wir abwägen, wie schlimm der Schmerz ist, macht das Sinn oder nicht. Und hier ist es wichtig, wenn man das sieht, dass wir eine gute Beratung gemeinsam haben und auch die nicht-invasiven Dinge ausschöpfen, dass wir wirklich eine enge Interaktion mit den beteiligten Kliniken, in diesem Fall mit den Schmerzspezialisten wie Herrn Löser haben, aber auch die Urologie mit im Boot haben, die Radiologie, weil wir gucken müssen, sehen wir im Bild was, wo der Schmerz ist, die Chirurgie, wenn man mal was operieren muss. Die wichtige grundlegende Frage ist immer, wie entsteht der Schmerz? Nur wenn ich das weiß, kann ich sagen, so muss er behandelt werden. Und wenn man wieder sieht, die großen Nieren, hier große Zysten, wir haben darüber gesprochen, das können natürlich immer Blutungen, Nierensteine, Zysteninfektionen sein und bei all diesen Dingen helfen ein Stück weit zumindest die Trinkmenge und auch das Tolvaptan. Es kann aber mal abgesehen davon auch einfach sein, dass die Niere wehtut, weil die Kapsel, die Nierenkapsel zunehmend angespannt ist in großen Nieren und dann ist es ein Schmerz, der aus der Niere selbst herrührt und das müssen wir wissen. Kann aber auch sein, dass so ein großes Organ einfach auf andere Organe drückt, die drüber liegen, wie den Magen oder die Milz in diesem Fall, und dann tun diese anderen Organe weh. Und die Therapie ist völlig unterschiedlich. Und deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen, was liegt hier vor. Und es kann auch sein, dass es nicht viele kleine Zysten sind, sondern eine ganz große Zyste, die eigentlich das Problem darstellt. Und da müssen wir uns überlegen, können wir vielleicht ganz spezifisch für diese große Zyste was tun und all diese Punkte adressieren, weil dann geht natürlich auch da oben der Druck weg. Und dazu muss man sagen, ja, das kann man und das hat man früher häufiger gemacht, dann wurde es wieder ein bisschen vergessen. Inzwischen machen wir es wieder deutlich häufiger. Man kann natürlich hier punktieren und die Flüssigkeit ablassen. Sorgt das für Linderung, wenn diese Zyste wirklich die Probleme gemacht hat, und das müssen wir vorher gemeinsam einschätzen, dann sorgt das erstmal für Linderung. Was ist das Problem? Das Problem ist, die Flüssigkeit läuft nach. Und wenn die sofort nachläuft, dann haben Sie keinen Vorteil, sondern haben Sie am Ende nur immer wieder Punktionen und irgendwann Komplikationen der Geschichte. Es läuft nicht in jedem Fall nach, das muss man auch klar sagen, aber es läuft häufig nach. Und deswegen braucht man dafür eine Antwort und diese Antwort gibt es im Prinzip auch. Man kann so eine Zyste sklerosieren, nennt man. Das sind Daten und da gab es früher keine guten Daten dazu. Heutzutage gibt es Daten einer Gruppe aus Kanada, vorgestellt bei der Kidney Week beim großen amerikanischen Kongress 2016, dass man mit einer sogenannten Schaumsklerotherapie dafür sorgen kann, dass die Zystenwand hinterher verklebt und nicht wieder aufgeht. Und das ist etwas, was auch wir inzwischen machen, weil wir glauben, dass es in ausgewählten Fällen wirklich Linderung schaffen kann. Hier einfach mal ein Beispiel. Wir machen das entweder im CT oder im Ultraschall. Kann man sich angucken, wo die Zyste ist und diese dann punktieren. Hier war das eine Leberzyste, die ein Problem dargestellt hat bei einer Patientin. Und diese Zyste, das war ein MRT-Bild, gehen Sie ins CT, im CT würden Sie punktieren und Sie sehen hier, man kann mit der Nadel ganz gezielt dann in diese Zyste vorgehen und in diese Zyste einen Katheter legen. Über diesen Katheter, ne, das ist wie so ein Plastikkatheter, den man sonst auch für Blutabnahmen oder so kennt, der liegt dann in dieser Zyste und dann kontrolliert man ganz spezifisch, ist man wirklich da drin, gibt ein bisschen Kontrastmittel in diese Zyste, kann das darstellen und dann die Flüssigkeit ablassen und diesen Schaum, mit dem man zur Verklebung führt, einfüllen. Das dauert dann alles am Ende insgesamt 2 bis 4 Stunden, ohne dass man viel macht. Man ruht eigentlich die meiste Zeit nur und dann darf man im Regelfall auch wieder nach Hause gehen. Und hier kann man das Problem lösen, dass die Zyste wieder aufgeht, zumindest in den meisten Fällen. Das ist aber eben etwas, was wir nur dann diskutieren können, wenn es eine große Zyste ist. Wir stellen Sie vor, das Problem sind eher 1000 kleine, dann bringt das nichts, wenn Sie die alle einzeln punktieren. Dann brauchen wir vielleicht andere Möglichkeiten. Und wenn wir davon ausgehen, anhand des Bildes, der Schmerz, die Beschwerden entstehen durch den Druck auf andere Organe, dann gibt es eine Möglichkeit, die inzwischen auch zunehmend untersucht wird und in einer Kohorte an Patienten, einer Gruppe an Patienten aus den Niederlanden von Herrn Kassel und Herrn Ganzewort letztes Jahr publiziert wurde, die sogenannte Plexusblockade. Was macht man dort? Und letztlich sind diese Organe am Nerven, die um den Nieren herumliegen, die eben letztlich diese Schmerzen vermitteln. Und wir reden hier, das betone ich nochmal, von schweren Schmerzen, von Einzelfällen. Alle diese invasiven Sachen machen wir dann,
wenn wir es anders nicht in den Griff kriegen und wenn die Lebensqualität extrem stark eingeschränkt ist. Und dann kann man die Ganglien, die Nervenknotenpunkte, wieder durch eine Punktion im CT sozusagen veröden und damit den Schmerz ganz gut adressieren. Da gibt es gute Erfahrung, dass das wirklich funktioniert und das ist etwas, was unsere Radiologie anbietet, aber immer nur nach ganz ausführlicher Beratung und gemeinsam auch mit Herrn Löser, dass wir feststellen, das ist der richtige Weg für Sie. Das hilft aber nicht, wenn die Niere selber das Problem ist, wo die Schmerzen herkommen und das merkt man manchmal dann eben leider erst, wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dass es nicht besser geworden ist. Wenn man dann merkt, okay, es ist vermutlich die Niere selbst, kann man die Nerven, die die Niere versorgen, auch wieder nicht mit einer OP, das war ja alles nur mit Punktion bisher, sondern mittels eines Katheters, wie beim Herzkatheter, über die Leiste vorgehen und die Nerven, die hier, das ist die Nierenarterie, die um die Nierenarterie liegen, an dieser Stelle veröden. Das nennt sich renale Denervierung, das ist was, was Sie vielleicht noch kennen, schon mal gehört haben für die Blutdruckbehandlung, wo die Studienlage noch etwas divers ist, sagen wir mal so. Es wirkt auch hier für die Schmerzen. Es hat, zumindest in den Patienten mit ADPKD, die behandelt wurden, den Nebeneffekt, dass die auch alle wirklich mit dem Blutdruck runtergegangen sind. Das mag ja dann auch noch positiv sein, aber das ist nicht Ziel der Behandlung. Das war jetzt alles minimalinvasiv. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir auch damit nicht zum Ziel kommen, dann müssen wir irgendwann darüber sprechen, vielleicht brauchen wir doch einen Chirurgen, der uns hilft. Und das ist lustigerweise was eine Frage, eine Bitte, die ganz früh an uns oft herangetragen wird, sowohl von ärztlichen Kollegen als auch Patienten. Machen Sie die Niere doch raus. Das ist ein Problem und ich denke, Ihnen ist auch bewusst, warum das ein Problem ist. Das ist unsere Einstellung zum Thema und da müssen wir es gemeinsam besprechen. Eine funktionierende Niere sollte im Regelfall nicht entfernt werden. Denn die erhaltene Nierenfunktion, das ist der entscheidende Faktor hinsichtlich Lebensqualität und Komplikationen. Und wenn wir jetzt eine Niere entfernen, diese Nierenfunktion kriegen Sie nie wieder zurück. Das heißt, da sind wir extremst zurückhaltend, zumindest wenn die Niere noch funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, muss man eher darüber sprechen, es ist eben eine OP, die auch Risiken hat und deswegen muss man vielleicht aus dem Grund etwas zurückhaltender sein. Aber eine funktionierende Niere nach aller Möglichkeit nie entfernen. Trotzdem sind Flankenschmerzen und Druckgefühl natürlich häufig. Deswegen gibt es manche Zentren, die auch schon vorbereitend zur Nierentransplantation eine Niere entfernen. Manchmal kann es sein, dass Zysteninfektionen schwierig zu behandeln sind und man deswegen sogar operieren muss, gibt es selten. Und es gibt es auch, dass es manchmal blutet und nicht aufhört und man deswegen operieren muss. Aber das heißt, es kann sein, dass es notwendig ist, aber nur nach deutlicher Überlegung und mit der Frage, wann, wie macht man es am besten, gerade auch wenn man über Transplantation spricht. Es gibt inzwischen ganz gute Studiendaten, die letztlich das bestätigen, was auch wir im Zentrum machen, dass man nach Möglichkeit, das mag im Einzelfall anders sein, die Entfernung nicht vor der Transplantation macht, sondern während der Transplantation oder nach der Transplantation. Die Komplikationsrate war in diesen Studien doppelt so hoch in der Gruppe, die vorher entfernt bekommen haben, als eben bei oder nach der Transplantation. Wir versuchen das meistens bei der eigentlichen Transplantation zu erledigen. Man muss einen Punkt wissen, wenn man darüber spricht, die Nieren werden von alleine kleiner. Wenn man die terminale Niereninsuffizienz, also die Nierenfunktion ganz verloren hat, werden die Nieren mit der Zeit von alleine kleiner. Das schafft vielen Menschen Linderung. Das mag im Einzelfall anders sein, aber man muss das einfach wissen, bevor man sich zu einem operativen Eingriff entscheidet. Es gibt eine Alternative zur OP. Und die muss man auch im Einzelfall diskutieren, die wir auch mit unseren Radiologen zusammen anbieten, das ist die Embolisierung. Sie können auch wieder über einen Katheter hier in die Nierenarterie gehen und Sie können diese verschließen. Und das hat zur Folge, dass die Niere sich narbig umbaut und deutlich an Größe verliert und damit eben auch die Beschwerden aufhören. Das muss man im Einzelfall diskutieren, ist aber natürlich ein weniger invasives Verfahren, das bei manchen Patienten wirklich auch zum Verfahren der Wahl wird, was auch nicht verhindert, dass wenn man hinterher muss, man die Niere auch noch operieren kann. Lassen Sie mich das nochmal zusammenfassen. Es gibt konservative und interventionelle Maßnahmen, die letztlich alle wichtig sind und wir müssen sie immer parallel diskutieren mit Experten. Die Beratung durch einen Spezialisten ist da absolut notwendig und man sollte definitiv keine Niere operieren oder entfernen, ohne darüber nachgedacht zu haben. Und die verschiedenen interventionellen Verfahren bedürfen immer einer genauen Auswahl, was passt für welchen Patienten. Da schauen wir uns die Bilder zusammen mit den Radiologen an.
Nierenfunktion sollte so lange wie möglich erhalten werden. Und um das zu erreichen, braucht man sozusagen einen Ablaufplan, wie man das auch in der Klinik macht, den wir gemeinsam mit den Radiologen, den Chirurgen und Herrn Löser verfolgen, indem wir uns relativ klare Ziele stecken, wie besprechen wir uns. Patienten müssen beraten werden, Patienten muss alles Konservative besprochen haben. Und es gibt eben Fälle, bei denen bespricht man über eine Punktion bei einer großen dominierenden Zyste, und Fälle, bei denen kann man nicht darüber sprechen, weil viele kleine Zysten da sind. Und diesen Entscheidungsfahrten folgen wir, um sie sinnvoll beraten zu können. Das war's an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und dann würden wir gemeinsam, wenn noch Fragen sind, Herr Löser und ich, diese gerne beantworten.